Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem Lass mal quatschen, habe ich es glaube ich genannt. Bin mir gerade gar nicht sicher, wie ich das Format genannt habe. Dieses Video wird mich und meine Stimme beinhalten, wie ich über ein ganz bestimmtes Thema rede. Und zwar diesmal den koreanischen Lucian-Build, wie man ihn quasi nennt. Also Ghostblade, Black Cleaver, dann ein Attack-Speed-Item und dann erst wirklich richtig Crit. Und warum das Ganze so gut ist, was aber die Problematik momentan auf der AD-Carry-Position generell ist und warum ich Lucian in dieser Position mit diesem Item-Build nicht OP finde. Fangen wir da also am Item-Build an sich an. Was macht denn Ghostblade into Black Cleaver so gut auf Lucian und warum hat man es vorher nicht gespielt? Warum man es vorher nicht gespielt hatte, hatte einfach einen Grund, und zwar das Black Cleaver Item war 400 Gold teurer und hat quasi nur 5 AD mehr gegeben. Es ist nun also wesentlich kosteneffizienter, wesentlich preiswerter. Man hat seinen Power Spike früher und kann die Schwäche des Gegners nur noch härter ausnutzen, aber der Item-Bild war auch vorher schon gut. Er war vorher alles andere als schwach, jetzt ist er nur nochmal einen Tacken besser geworden und die Leute haben ihn erst jetzt entdeckt. Aber warum denn Ghostblade First, also Yumus Geisterklinge für die Leute, die es noch auf Deutsch spielen, warum denn als erstes auf Lucian? Warum nicht diesen Standardbild Essence Reaver etc.? Der Essence Reaver Item-Bild oder generell jeder Crit-Item-Build auf der Botlane, werde ich nachher nochmal ein bisschen genauer eingehen, hat einen ganz kritischen Nachteil. Und zwar, Crit war schon immer so und die Crit-Items skalieren miteinander. Das heißt, ein Essence Reaver in sich als alleinstehendes Item ist nicht annähernd so effizient wie zum Beispiel ein Ghostblade als alleinstehendes Item. Genauso ist ein Infinity Edge alleine überhaupt nicht worth. Mit einem Crit-Item mehr wird es dann aber schon ziemlich worth. Bei Essence Reaver kriegt man ja die Cooldown Reduction noch dazu, das Mana-Rack, was im All-In nicht so viel bringt. Wohin man gegen bei Ghostblade wirklich rohe Werte hat, die natürlich an sich auch miteinander skalieren. Also, wenn du 50 AD hast und mehr Attack-Speed kaufst, skaliert das AD natürlich auch mit dem Attack-Speed. Aber diese AD-Werte, gerade bei einem Caster AD-Carry, wie zum Beispiel Lucian, zusammen mit der Armor-Pan, die sind nicht von anderen Items abhängig und erhöhen den Burst-Schaden und den All-In, gerade in der frühen Spielphase, wenn du dieses Item baust und gerade erst fertig hast, enorm in unmenschliche Maßen. Und da hat Lucian, wie gesagt, den Vorteil, dass er ein Caster AD Carry ist. Das heißt, er arbeitet sehr, sehr viel mit seinen Spells, beim Ghostblade vor allem eben mit dem Q und mit der Ult für die Schadenswerte und mit dem E für den Doppelschuss. Und dadurch profitieren diese Spells sehr, sehr viel von Armor Pen und er als Champion an sich, weil er halt von diesen Spells abhängig ist. Außerdem, die Ult wird mit Ghostblade und diesem generell, diesem Black Cleaver Item einfach nur unnormal stark. Ihr müsst euch überlegen, habt ihr schon mal einen 2-Item-Build Lucian mit, sagen wir mal, Essence Reaver und Static vor euch gehabt, der euch mit Ult irgendwie 70% Leben abgezogen hat? Ja, und jetzt erinnert euch mal daran, er hat sich einen Static gekauft, was null Schaden von der Ulti erhöht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr investiert diese 2700 Gold darin, den Ult-Schaden zu erhöhen. Viel Spaß. Und genau das ist das Prinzip in dem Item-Bild. Man nimmt die Stärken von Lucian und das ist der Grundschaden der Ulti, die Skalierung der Ulti, den Q-Burst und generell das Early-Game-Kit, deswegen hat der Lucian auch so eine gute Laning-Phase, und verstärkt dieses Kit mit dem Item-Bild Ghostblade. Wie gesagt, du hast ein sehr gutes All-In-Potenzial durch die Active auch nochmal und die Werte, die sind einfach super nice zum Fighten, zum All-In. Und Black Cleaver an sich ist, wie gesagt, ein super kosteneffizientes Item und die prozentuale Armor-Penetration skaliert sehr, sehr gut zusammen mit der Flat-Armor-Penetration von Ghostblade. Du kannst quasi auf eine Narcissa verzichten, wenn du diesen Item-Bild hast. Und das ist auch wieder ein weiterer Vorteil. Normalerweise, wenn du Essence Reaver und Static oder Firekin oder was auch immer baust, dann hast du ein bisschen Damage, hast ganz guten Damage, hast guten Burst. Aber du hast noch kein Infinity Edge, das heißt, die Crits sind noch nicht so krass, wie sie sein könnten. Du hast noch keinen Lifesteal, das heißt, ein längerer Fight oder ein All-In wird schwieriger, als er sein muss. Und Poke bist du super anfällig von. Du hast noch keine Armor Penetration, das heißt, Tanks, die um die Zeit ungefähr 200 Armor haben, werden dich einfach nur komplett zerreißen. Du hast keine HP, um in irgendeiner Form sonst wie tanky zu sein, sondern du hast halt nur Schaden und Cooldown Reduction, was natürlich auch nice ist. Aber wenn man sich Ghostblade und Black Cleaver anschaut, was hat man da? Man hat verdammt viel Armor Penetration, sowohl flat als auch prozentual. Was heißt, du gegen Squishies in 1v1 oder einem All-In sehr, sehr stark, aber auch gegen Tanks alles andere als schwach. Zusätzlich bringt dir Black Cleaver früh ziemlich viel Leben. Ich glaube, 400 HP sind es. Das heißt, du überlebst All-Ins länger, du bist tankier und man kann quasi auf diese Lifesteal-Komponente so ein bisschen verzichten, weil Lifesteal macht dich ja im Endeffekt auch nur tankier. Plus jetzt auch nochmal, du hast zu diesem Zeitpunkt einen nochmal vom Damage her größeren Power-Spike, obwohl du diese ganzen von mir eben genannten Vorteile schon hast, als mit dem anderen 2-Item-Bild. Dass natürlich Black Cleaver dir nochmal mehr Movement-Speed gibt, zusammen mit dem W von Lucian extrem gut skaliert, dich super mobil macht, du damit nochmal 20% CDR kriegst, das sind alles nochmal so ein bisschen die i-Tüpfelchen, aber die davor genannten Sachen sind quasi die entscheidenden, warum dieser Item-Bild auf Lucian so stark ist und es theoretisch auch bleiben sollte, wenn keines der Items oder Lucian selbst enorme AD-Nerfs erfährt. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar, warum Lucian momentan alle anderen AD-Carries nahezu, zumindest auf der Botlane, fertig macht, warum ich aber trotzdem nicht glaube, warum er OP ist. Und zwar, Grund Nummer 1, beziehungsweise Erklärung für
die erste Sache, und zwar warum er denn auf der Botlane so dominant ist, ist einfach, wenn man sich die Item-Builds anschaut, wie gerade gesagt, Ghostblade als sich ist ein sehr, sehr starkes, alleinstehendes Item und bringt unglaublich viel All-In- und Early-Game-Stärke und Lucian hat ein sehr gutes Early-Game-Kit. Außerdem hat Ghostblade auch einen extrem angenehmen Item-Build-Pfad. 4 Langschwerter, Items, die dir AD geben, die dir Armor-Pen geben, die dir extra Damage geben, das ist auf der Lane einfach nur kompletter Zucker. Wenn man auf der anderen Seite zum Beispiel sich einen Essence-Reaver-Item-Build anschaut, da hat man zwar BF, ist nice, dann hat man 20% Crit, die man bauen muss für 800 Gold, aber ohne Attack-Speed ist Crit nicht so geil oder ohne irgendwie einen Auto-Attack-Reset oder so. Und dann baut man eine Essence-Reaver fertig, kostet auch nochmal Gold, aber der ist nicht so effizient, solange du nicht noch mehr Crit baust. Also da sieht man halt, man braucht so 4.000 bis 5.000 Gold, bis dieser Essence-Reaver-Item-Build überhaupt in irgendeiner Form ins Rollen kommt. Und man darf dann auch nicht vergessen, Essence-Reaver, da bezahlst du ein ganzes Stück für die Mana-Regeneration, die dir in einem All-In halt einfach nichts bringt. Und jetzt mögen manche auch wieder sagen, ja, aber man muss ja auf der Botlane nicht All-In, man kann ja auch Safe spielen gegen Lucian. Aber der Fakt, dass der Gegner Lucian, wenn er in einem Gegnerteam ist, oder ob du ihn selber spielst, ist ja Wayne, dass der Lucian in der Lage wäre, das All-In zu jeder Zeit mit dem Ghostblade zu gewinnen. Allein das baut so viel Druck auf der Botlane auf, dass die gegnerische Botlane wesentlich passiver spielen muss und zwangsläufig Farm verliert, Tower-Damage kriegt und wenn sie dann doch mal engaged werden, sei es von einem Trash-Hook, der vielleicht 9-mal verpasst hat, aber dann doch einmal trifft, dann sind sie sofort am Arsch. Und dieser Druck führt einfach dazu, dass Lucian mit diesem Item-Build nahezu immer eine Freelane hat. Natürlich hängt das auch immer noch so ein bisschen vom Supporter ab, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Support-Matchups ungefähr ausgeglichen sind und die Support auch ungefähr gleich gut sind, die AD-Carries auch gleich gut sind etc., also dass hier quasi alle Parameter ungefähr gleich sind. Und das ist auch schon der Hauptunterschied oder der Hauptgrund, warum Lucian auf der Lane gerade so verdammt gut ist, weil eben, wie gesagt, Ghostblade genau dafür da ist, im Early Game alles zu zerbersten und diese andere Item-Build, also sei es Essence Reaver First, sei es Infinity Edge First oder was man auch sonst bauen mag, einfach extrem lange Anlaufzeit braucht und Lucian sowieso schon ein sehr guter 1v1-Carry ist. All das stackt sich so ein bisschen hoch, die Stärken von Lucian werden gepusht, die Schwächen von den Gegnern noch besser ausgenutzt und deswegen macht Lucian momentan so ziemlich jeden AD-Carry auf der Lane fertig. Und all das, was ich jetzt gerade genannt habe, von wegen, ja, die Stärken werden übel verstärkt, die Schwächen des Gegners richtig hart ausgenutzt, man kann dagegen nichts machen, Lucian gewinnt jede Lane, das sind ja eigentlich alles Indikatoren dafür, dass Lucian OP ist. Und er hat, glaube ich, inzwischen so 50% Pickrate und 53% Winrate, was wirklich sehr, sehr stark ist. Aber trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass er OP ist. Und zwar, weil, wie gesagt, sehr, sehr viel seiner Stärke einfach nur davon kommt, dass die gegnerischen AD Carries gar keine andere Wahl haben, als trotzdem diesen unterlegenen Item-Build auf der Lane zu wählen. Du kannst als Caitlyn nicht einfach auch Humus First bauen, weil du erstens trotzdem noch von einem fucking Lucian aufs Maul kriegst, weil das Item einfach nicht gut ist auf Caitlyn und du zweitens deinen Powers bei Minute 20, 30 noch mehr verzögerst. Momentan sind so ziemlich alle AD-Carries, die immer noch diesen Crit-Item-Build weg gehen müssen, dazu gezwungen, durch diese momentane Meta eigentlich mindestens auf 3 Items zu warten, bevor sie in irgendeiner Form relevant sind. Da rede ich von einem Champion wie Caitlyn, da rede ich von einem Champion, eigentlich so ziemlich jeden, der wie gesagt auf Crit angewiesen ist und nicht Humus First bauen kann. Somit die einzigen Champions momentan, die Humus First bauen können, sind Lucian und Twitch. Draven kommt auch nochmal dazu, ist eine kleine Ausnahme. Und wer auch noch momentan so ein bisschen im Early Midgame mithalten kann, ist der Ezreal. Aber alle anderen Champions sind eigentlich darauf angewiesen, auf dieses Crit-Item-Build zu gehen, was sie in den ersten 20 Minuten, natürlich solange sie nicht irgendwie 10-0 auf der Lane, warum auch immer, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass alles gleich gut ist, komplett nutzlos macht. Die ersten 20 Minuten, 25 Minuten, je nachdem wie das Spiel läuft, hast du als AD Carry überhaupt nichts zu melden. Und das ist, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft und du 2-3 Mal auf der Lane gegankt wirst, vielleicht ein Tower Dive kommt und du 0-2-0-3 stehst, dann kann es sogar sein, dass du bis Minute 30, 35 oder noch länger wirklich keinen Einfluss hast. Und mit keinem Einfluss meine ich jetzt nicht, du machst überhaupt keinen Damage, aber dein Schaden ist nicht hoch genug, um in irgendeiner Form irgendeinen Unterschied im Spiel zu machen. Also da könnte dann auch jemand spielen, der, weiß ich nicht, 5 Divisionen unter dir ist und es würde einfach keinen großartigen Unterschied machen. Deine Mechanics werden da einfach nicht belohnt. Das Problem hier ist dann, wie gesagt, einfach das der AD Carries generell. Es ist, wie gesagt, momentan wieder eine Meta, wo auf der Toplane jeder ausnahmslos, der in irgendeiner Form tanky ist, Rüstung rusht. Wir haben Matchups von Ekko gegen Maokai und beide rushen trotzdem Rüstung, weil sie wissen, im 1v1 ist einfach eh alles irrelevant und der AD Carry ist der, der abgefuckt werden soll. Und Lucian hat da einfach so ein kleines Schlupfloch, weil er, wie gesagt, die Mischung aus Early-Game-Präsenz hat. Er kommt so gut wie immer mit einem Gold-Lead aus der Lane, weil er die Schwächen der gegnerischen AD-Carries ausnutzen kann. Er kriegt Armor-Pen früh, er kriegt Duellier-Power, er ist mobil etc. und kann dann eben mal einen 1-0-Echo, vielleicht sogar 1v1, wenn er 4-0 steht oder so. Was ja eigentlich in sich auch schon absurd klingt, aber er kann es halt. Und das können die anderen AD-Carries einfach nicht. Und hier kann man natürlich auch wieder sagen, ja, das sollen AD-Carries auch gar nicht können und dem stimme ich natürlich zu. Die AD-Carries sind nicht dafür gemacht, einen Tank zu 1v1. AD-Carries sind immer noch hauptsächlich
wirklich Teamfight-Champions, die dafür da sind, um im Teamfight den höchsten Schadensoutput zu haben. Aber wenn man wirklich mal einfach nach einem Spiel, selbst wo der AD Carry alles andere als schlecht gespielt hat oder schlecht dastand, auf die Schadenswerte schaut, wenn jetzt das Game nicht gerade 60, 70 Minuten ging, dann ist der AD Carry immer noch sehr, sehr stark. Und da fällt dann Lucian auch so ein bisschen ab, also da gleicht sich das Ganze wieder aus. Aber wenn wir bei einem normalen 30, 40 Minuten Game schauen, wo das Game relativ ausgeglichen war, haben wir fast immer entweder den Midlaner mit Abstand als ersten oder manchmal auch und der Toplaner mit maximal 2.000, 3.000, 4.000 Schaden weniger als der AD Carry, manchmal sogar mehr. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das muss natürlich nicht immer so sein, aber das ist so aus meiner Erfahrung so ein bisschen so. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, du hast einfach nur Kack-Mechanik, Zola. Aber das ist bei den Gegnern genauso. Dazu kommt dann immer noch, dass auf der Botlane ja momentan sehr gerne Partys gefeiert werden und Lucian einer der wenigen AD Carries ist, die da aktiv was gegen machen können, beziehungsweise da zumindest entkommen. Also alles in allem ist es wirklich eine Mischung daraus, dass die Crit AD Carries, wie gesagt, im Early Game komplett irrelevant sind, Lucian da aber umso relevanter ist, dadurch dann auf der Lane extrem nach vorne kommt und im Game ein bisschen zu stark wirkt. Stellt euch einfach mal vor, irgendein Midlane-Champion, egal wie, hat einen guten Item-Build, der seine Stärken, sag ich mal, ein bisschen nach oben pusht und würde 3-0 die Lane verlassen oder mit einem 50 CS-Lead. Der würde auch unglaublich stark im Game dastehen. Das ist momentan der Fall mit Lucian, weil er einfach so ziemlich jede Lane stompen kann. Und dann eben mit diesem Item-Build, der auch sehr kosteneffizient ist, das Spiel relativ schnell in seine eigene Richtung rollen kann. Er ist immer noch ein AD Carry, er kann immer noch gewone-shottet werden, du musst immer noch aufpassen gegen Tanks, aber da hast du als AD Carry die Möglichkeit, ein Game zu carryen, wenn du auch gefeedet bist, die du, finde ich, eigentlich mit so gut wie jedem Champion haben solltest auf der Botlane. Natürlich kann man jetzt nicht einfach sagen, ja, wir müssen einfach jeden anderen AD Carry so stark machen, dass er Minute 10 so einen harten Powerspike hat wie Lucian. Das verlange ich auch gar nicht und das ist ja natürlich auch dumm, weil jeder AD Carry hat ja in der Theorie zumindest andere Stärken, andere Schwächen, andere Powerspikes etc. Und in der LCS ist die AD Carry Position noch alles andere als schwach, auf keinen Fall. Ey, AD Carry ist mit die wichtigste Rolle momentan in der LCS, wenn es ums Spielgewinn, gerade später im Teamfight etc. geht. Und das ist auch ein weiteres Problem. Die Solo-Queue bzw. LoL generell wird momentan oder hauptsächlich nach der LCS gebalanced. Und deswegen kann man AD Carries nicht einfach so buffen. Deswegen kann man Crit nicht einfach stärker machen. Deswegen kann man zum Beispiel Infinity Edge nicht einfach nochmal 20 AD dazugeben. Oder, weiß ich nicht, Static nochmal 200 Gold billiger oder so. Weil das dann in Competitive, in der LCS, LCK oder wo auch immer einfach komplett die Skala sprengen würde. Aber alle in der Solo-Queue, die AD Carry spielen, die leiden darunter ziemlich hart. Und mit diesem Lucian-Build hat man so eine kleine Nische gefunden, um in der momentanen Anti-AD Carry-Meta fast schon trotzdem noch im Early Game, wenn man gefeedet wird, wenn man besser als der Gegner spielt, in irgendeiner Form relevant zu sein. Deswegen finde ich, wie gesagt, Lucian, so wie er jetzt ist, ist stark, auf jeden Fall, wahrscheinlich der stärkste AD Carry überhaupt, aber ich finde nicht, nur weil ein Champion der stärkste in seiner Position ist, ist er OP. Ich finde einfach nur momentan, dass alle anderen AD Carries da ein bisschen das Nachsehen haben, natürlich auch, weil Lucian so stark ist. Wenn wir nur Crit AD Carry gegen Crit AD Carry auf der Botlane hätten, dann würde sich das Ganze auch wieder so ein bisschen ausbalancieren, aber ich denke, Lucian in der momentanen Position zu nerfen, ist nicht unbedingt die richtige Entscheidung. Vielleicht ein bisschen anpassen, ja, 5 AD vom Q runter oder die Range ein bisschen kleiner oder irgendwas in der Richtung, dass man ihn wieder härter punishen kann. Aber Lucian, so wie er ist, finde ich momentan einer der einzigen AD Carries, die du in der momentanen Meta spielen kannst, wo du wirklich einen Einfluss hast, wo du nicht bis Minute 30 hoffen musst, dass dein Team nicht 30 Mal stirbt und wo du einfach echt das Gefühl hast, ein Game carryen zu können und Spaß an LoL hast. Weil wirklich, Caitlyn ist auch noch gut, Caitlyn ist auch noch ganz cool und Draven ist Draven. Aber ich habe mit den meisten AD Carries, muss ich wirklich sagen, momentan relativ wenig Spaß in LoL, wenn nicht das Early Game perfekt läuft. Und das kann man in der Solo-Queue einfach nicht erwarten. Das waren so ein bisschen meine 2 Cent reingestreut in der momentanen Diskussion rund um Lucian. Auf dem PBE bekommt er, glaube ich, auch schon ein paar Nerfs. Ja, wie gesagt, bin ich nicht unbedingt einverstanden mit. Aber ich hoffe, Riot geht da in die richtige Richtung. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen jetzt meine Sicht aus der AD Carry-Position verstanden. Diskussion gerne in die Kommentare, falls ihr das anders seht oder noch irgendwas hinzufügen wollt, irgendwelche Fragen habt oder so, einfach in die Kommentare. Und ja, falls ihr mehr von diesen Laber-Videos habt, lasst es mich natürlich wissen, indem ihr den Daumen nach oben drückt. Ey, ey, ey. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.